Hallo Leute und herzlich willkommen zu so kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartesfahrt, eine Runde die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Pepper Woods lässt wirklich niemanden los. Da kann man auch schon so weit gehen, dass man wirklich große Lust hat, an dem neuen Format schon zu arbeiten, den ich im dritten Vlog angekündigt habe. Auch wenn unser Mitteleuropa hier die Füße stillgehalten hat. Und ich würde mal sagen, kommen wir nun zum eigentlichen Thema des Videos. Denn Future Zone hat eine Meldung zum Thema Savant-Syndrom ins Internet gebracht. Und weil ich bitte nicht alleine antun kann, ziehe ich hier mit rein. Link zum Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus am Brückenkanal. Als auch den Link zu meinem David Art Kanal, für euch meine Comics dabei geben könnt. Als auch den Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Plötzlich hochbegabt, dieser Mann wurde durch Kopfverletzung zum Mathe-Genie. Durch Kopfverletzung zum Mathe-Genie geworden. Ja. Mal schauen, warum das so gekommen ist. Fackel ich dann drumrum. Los geht's. Nach einem schrecklichen Erlebnis wandelte sich das Leben eines jungen Amerikaners abrupt. Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Kein Einzelfall? Oh, da muss aber auch noch mehr Leute geben, die bei so einer Verletzung dann plötzlich sehr schlau wurden. Und nein, wir werden das Video zu Stephen Hawking's IQ nicht abspielen, sonst wird mein Kanal gleich zugemacht. Oder zumindest kriegt es die erste Verwarnung. Aber die richtige. Wo ich halt 7 Tage lang keine Videos hochladen darf. Und deswegen lassen wir das und lesen nochmal weiter. Am 13. September 2002 betrat Jason Padgett eine Karaoke-Bar. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass diese Nacht sein Leben unwiderruflich ändern würde. Würde. Ne? Nicht wurde. Das ist schon wieder falsches Deutsch. Weiter geht's. 12 Stunden später entwickelte er das Savant-Syndrom. Ja, und was ist vor diesen 12 Stunden passiert? Ach nee, es geht ja weiter. Savant-Syndrom durch Schlägerei entfacht. Irgendwann an diesem Abend griffen Padgett 2 Männer an. Durch die Attacke von hinten hatte er kaum Chance, sich zu wehren. Es wurde auf seinen Hinterkopf eingeschlagen. Später trat man ihn in den Bauchraum, Diagnose, schwere Gehirnerschütterung und eine Nierenverletzung. Also, muss man also eine schwere Gehirnerschütterung und eine Nierenverletzung erleiden, damit man zum Savant wird? Aber vielleicht erfahren wir es ja noch, ob es wirklich diese 2 Punkte sind. Lesen wir weiter. Noch merkte Jason Padgett nicht, dass sich sein Leben hier für immer veränderte und sich das Savant-Syndrom allmählich entfaltete. Der College-Abbrecher war womöglich sogar froh darüber, mit den Verletzungen einige Schichten im Möbelhaus seines Vaters aussetzen zu können. Nur wenige Stunden später, er hatte ein wenig Schlaf von der durchzechten Nacht nachgeholt, stellte er die ersten Veränderungen fest. Bevor wir weiterlesen. Ja. Einige Schichten im Möbelhaus. Da kann ich mir schon vorstellen. Da müsste es sehr hart zugehen. Vor allem, wenn man Möbel schleppen muss. Und so weiter. Denn es geht ja nicht um einen Verkäuferjob, sondern halt so richtig mit Lagerlogistik und so weiter. Da muss man schon körperlich belastbar sein. Weiter geht's. Als er sich Hände und Gesicht waschen wollte, konnte er nicht aufhören, auf den Wasserstrahl zu starren. Diese Form faszinierte ihn. Na gut, das machen einige von uns im Autismus-Spektrum ja auch. Weiter geht's. Faszination für Geometrie und Mathematik. Für Padgett selbst war das ein fremdartiges Verhalten. Doch er kam nicht umhin, diese ganzen Formen im Haus mit neuen Blickwinkeln zu betrachten. Überall erkannte er Muster, die ihm vorher verborgen geblieben sind.
Kurz darauf beendete er seinen Job im Möbelhaus und begann sich über Mathe und Physik zu belesen. Er verschlang jede Lektüre, die er in die Finger kriegen konnte. Immerhin hatte er durch das Savant-Syndrom eine plötzliche Begabung für die Fächer erhalten. Aber wie kann das sein? Ja, das wollen wir doch klären, oder etwa nicht? Weiter geht's. Inselbegabung im Autismus-Spektrum. Das Savant-Syndrom wurde erstmalig vom Neurologen John Langdon Down benannt und lautete in der Vollbezeichnung Idiot Savant, was so viel wie gelehrter Idiot bedeutet. Bei Idiot handelt es sich in diesem Zusammenhang um eine veraltete und natürlich äußerst problematische Bezeichnung für Behinderte. Ja, kennt man ja auch aus Celebrity Jeopardy. Nur, dass das Wort Idiot halt nicht erwähnt wurde, sondern Are you blank or retarded? Ja, und wie das übersetzt heißt, muss ich da nicht großartig erwähnen. Weil das ist sowieso abstoßend, dieser Satz. Aber gut. War ja auch eine Sketch-Comedy gewesen, also da braucht man halt nicht darüber nachdenken. Oder das nicht zu ernst nehmen. Weiter geht's. Heute nennt man das Savant-Syndrom auch Inselbegabung. Wehe, es kommt Raymond vor. Wehe. Weiter geht's. Diese Begriffsneuprägung macht auch wesentlich greifbarer, worum es geht. Es handelt sich um eine Art Hochbegabung, jedoch nur in einem spezifischen Fachgebiet. Auch für Padgett bedeutet das endlich ein Verstehen. Er war inzwischen tief in theoretisches Wissen über Mathe und Physik vorgedrungen. Als er sich eines Tages anschaute, wie ein Lichtstrahl an einem Auto brach, wurde ihm klar, jeder der Strahl ist eine Repräsentation der Zahl Pi. Kurz darauf begann er zu malen. Doch hierbei handelt es sich nicht um irgendwelche Zeichnungen, sondern um sogenannte Fraktale. Hierbei handelt es sich um Formen, wo das Ganze seinen Bestandteilen ähnelt. Diese Musterungen kennst du von Schneeflocken. Versuchst du, eine solche Flocke nachzuzeichnen, wirst du erkennen, was die Musterungen in der Schneeflocke die Form der Flocke selbst wiederholen. Padgett malte viele Schneeflocken und noch weit komplexere Formen. Ja, also unter Schneeflocken kann man sich schon vieles vorstellen, wie die hier halt aussehen. Mal können sie richtig groß sein. Und die meisten sind eh nur sehr winzig. Aber sie unter Mikroskop zu halten, und das bei einem warmen Raum, da wird man natürlich auf Granit stoßen. Weil die schmelzen ja sofort. Weiter geht's. Fraktale zu zeichnen ist keine leichte Aufgabe und selbst geübte Künstlerinnen tun sich damit schwer. Weltweit gibt es nur wenige Personen, die dazu in der Lage sind. Und wieso ausgerechnet Padgett dazu gehörte, erklärte sich der junge US-Amerikaner beim Fernsehen. Dort lief ein Beitrag zum Savant-Syndrom und ihm wurde sofort klar, dass das auf ihn zutrifft. Zu 100%. Ja, trifft auch auf ihn zu. Und wenn bei der sogenannten Diagnoseabfrage plus Gespräch alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann kriegt man 1000%ig, nicht 100%ig, das ist zu wenig, da kriegt man 1000%ig diese Diagnose. Weiter geht's. Ursache für das Phänomen unklar. Hä? Haben wir denn nicht im Falle Padgetts gelesen, dass es sich um schwere Gehirnerschütterung und eine Nierenverletzung dazu geführt hat, dass er zum Savant wurde? Aber gut, lesen wir weiter. Und er ist damit auch bei weitem nicht alleine auf der Welt. Insbesondere Personen im Autismus-Spektrum können über das Savant-Syndrom verfügen. Häufig haben die Betroffenen einen unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten, kurz IQ, aber sind in einem Teilgebiet überaus gehabt. Ihr habt gehabt geschrieben, es heißt begabt. Na gut, kann man ja verzeihen, denn die Buchstaben G, B und H sind ja sehr nah beieinander, wenn man auf die Tastatur guckt.
Ihr werdet es ja auch sicherlich schon gesehen haben. Dann würde ich mal sagen, es ist einfach nur ein doppelter Schreibfehler. Oder die zuständige Redakteurin hat sich da einfach gedacht, schreibe ich einfach mal statt begabt, einfach nur gehabt. Mal gucken, wie die anderen darauf reagieren. Aber gut, lesen wir weiter. Das müssen auch nicht nur Mathe und Physik sein. Fokus zählt auch folgende Bereiche auf, in denen sich die Teilbegabung manifestieren kann. Fokus? Meint ihr etwa die Zeitschrift Fokus, die grünen Hoden? Na gut, lese weiterkommen. Erstens, absolutes Gehör. Zweitens, außergewöhnliches Langzeitgedächtnis. Drittens, schnelleres Erlernen von Sprachen. Viertens, fotografisches Gedächtnis. Fünftens, mathematisches Talent. Und sechstens, musikalisches Talent. Weiter geht's. Allerdings sind die genauen Beweggründe zur Entwicklung des Savant-Syndroms unklar. Na gut. Bei einer schweren Gehirnerschütterung und Nierenverletzung, das sind ja nur zwei der Ursachen und Beweggründe. Weiter geht's. Auch Personen mit durchschnittlichem oder überdurchschnittlichem IQ können das Syndrom entwickeln. Meistens sind es allerdings Personen im Autismus-Spektrum. Auffällig ist auch, dass eher Männer als Frauen das Savant-Syndrom zeigen. Doch nicht jeder von ihnen hat es durch eine Prügelei freigeschaltet, wie im Fall von Paget. Ja, meine ich doch. Savant-Syndrom entsteht nicht durch eine Schlägerei. Aber es geht ja noch weiter. Testosteronvergiftung und Hirnschäden. Testosteronvergiftung? Ja, schreibt doch gleich Peniskrebs hin. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's, komm. Forschende debattieren, welche Faktoren für die Entstehung des Savant-Syndroms die realistischen sind. So geht man auf der einen Seite davon aus, dass eine Testosteronvergiftung im Mutterleib die Hirnentwicklung beeinträchtigen könnte. Testosteronvergiftung im Mutterleib. Ich bin jetzt gerade getriggert, Leute. Ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Ich lese mal weiterkommen, bevor ich noch eine Meldung kriege. Das würde auch erklären, warum wesentlich mehr Jungen und Männer betroffen sind. Ja, aber nicht, wenn es um das Thema Mutterleib geht, denn Mutterleib gibt's nur bei der Frau. Weiter geht's. Auf der anderen Seite könnte bereits eine Schädigung der Brücke zwischen linker und rechter Hirnhälfte ausreichen. Die rechte Gehirnhälfte würde dann versuchen, die Defizite der linken auszugleichen. Ebenfalls denkbar ist ein Defekt der Filterfunktion des Gehirns. Ja, und zum Thema Reizfilter kommen wir jetzt. Damit wir nicht permanent reizüberflutet sind, filtert unser Gehirn die ganze Zeit nur die wichtigsten Informationen für uns. Ist dieser Filter jedoch defekt, nimmt man alles wahr. Für den Kopf ist davon auch alles gleich wichtig. So könnte man ein absolutes Gehör und eine enorme Gedächtnisleistung erklären. Savants sollen ihr Talent ausleben. Genau meine Meinung. Und das gleiche gilt auch für uns im Autismus-Spektrum. Wenn wir ein Talent haben, dann sollen wir uns dann frei entfalten können. Ohne irgendwelche Einschränkungen und irgendwelche Schlechtrederei von Leuten, die auch uns nahestehen. Weiter geht's. Die meisten Inselbegabten kommen so zur Welt. Ja, ich weiß schon. Testosteronvergiftung im Mutterleib. Haben wir schon gelesen. Weiter geht's. Doch Fälle wie der von Paget demonstrieren, dass sich das Savant-Syndrom auch mit der Zeit entwickeln kann. Sein Fall ähnelt dem von Orlando Zerrell. Mit 10 Jahren bekam dieser einen Baseball an den Kopf. An diesem Moment, sowie alle anderen Augenblicke seines Lebens, kann er sich seitdem kristallklar erinnern. Eine Baseball an den Kopf. Na gut, ich hatte mal einen Kollegen, der hatte mal einen Golfball
auf den Kopf gekriegt, beziehungsweise wurde er am Auge getroffen. Und wenig später hat er dann den Job gekündigt, beziehungsweise wurde gekündigt. Keine Ahnung wieso. Aber seit diesem Golfball, den er bekommen hat, war er nicht mehr dasselbe, beziehungsweise war ein sehr schwieriger Kollege geworden. Aber ob es das mit Servern-Syndrom zu tun hat, glaube ich eher nicht, weil wer will schon mit 3 Kindern in eine 50 Quadratmeter Wohnung ziehen? Also plus Frau. Das sind ja 5 Personen, die sich halt jeweils 10 Quadratmeter. Das ist zu wenig. Wir leben nicht mehr im Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Erich Mielke hier noch ein kleiner Junge war. Weiter geht's. Ist man betroffen, sollte man laut dem US-amerikanischen Psychiater Daryl Treffert diese Talente auch ausleben, auch wenn sie erst einmal fremdartig erscheinen. Der Savants-Experte, der viele Betroffene bereits begleitet hat, weiß, dass das Ausleben der Begabungen für die Betroffenen auch eine Art Therapie gleichkommt. Ist es auch. Da ist man für sich, lebt seine Begabung aus und man ist mit sich selbst auch zufrieden. Weiter geht's. Doch auch wenn es auf den ersten Blick erstrebenswert sein mag, über Nacht zum Genie zu werden, empfehlen wir dir dringend, dich von Schlägereien fernzuhalten. Ja, das weiß ich auch so oder so. Macht euch da keine Gedanken. Ich gehe nicht auf Diskurs und so weiter. Das ist halt laut. Und Alkohol trinken schon mal gar nicht. Also Leute, macht euch keine Sorgen um mich. Falls ich mal eine erste Verwarnung auch kriegen sollte, aus welchen Gründen auch immer, mache ich einfach 90 Tage Pause und mache auf YouTube dann höchstens nur, sagen wir mal, dieses neue Format. Oder veröffentliche Short Stories. Oder wie auch immer. Oder kann mich dann endlich mit meinen Exit All-Stars Zeichnungen noch beschäftigen, die ich schon seit 2 Jahren schon längst fertig gezeichnet habe. Alles ist möglich. Ne? Nur halt nichts mehr Riskantes auf YouTube machen. Weiter geht's. Womöglich schlummert in uns allen eine Inselbegabung, allerdings kann diese auch Schattenseiten hervorbringen. Padgett hat etwa eine krankhafte Angst vor Keimen entwickelt und wäscht sich nahezu pausenlos die Hände. Eine Zeit lang studierte er, doch dann ging ihm das Geld aus. Rückgängig machen will er dennoch nichts, aber manchmal vermisst er sein altes Leben. Mehr dazu erzählt er in seinem Buch Struck by Genius, den man bei Amazon kaufen kann, letztendlich. Und das war's auch schon. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, da haben wir doch wieder was zum Thema Savant-Syndrom auch gelernt. Und dass man bei einer Schlägerei, die zu einer schweren Gehirnerschütterung und Nierenverletzung geführt hat, zum Savant werden kann, das ist auch schon erstaunlich. Da dürfte es noch mehr Leute geben, neben Padgett oder dem Typen, der einen Golfball auf den Kopf gekriegt hat. Aber na denn. Deshalb meine Frage an euch, was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also was wir jetzt liken, als wir jetzt teilen. Also den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit keiner weiß, wie ihr verpasst. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen Artikel wieder. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.